vielleicht der Schlüssel zum Verständnis dieser ganzen Arbeit, dass sie aufhören, sich gegenseitig wie Objekte zu behandeln. Also sich gegenseitig zum Objekt von ihren Erwartungen und Vorstellungen und ihren Belehrungen und Bewertungen und ihren Maßnahmen zu machen, da kann kein Mensch seine Potenziale entfalten. Und was wir bräuchten, wären Gemeinschaften, wo Menschen tatsächlich aneinander interessiert sind, wo die Freude daran haben, den anderen dabei zu unterstützen, dass der in seine Kraft kommt. Und das geht nur dann, wenn man einander wirklich anfängt zu begegnen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass einem überhaupt erst mal auffällt, was man da treibt. Dazu machen wir ja solche Gespräche und dazu schreibt man vielleicht auch Bücher, dass Menschen überhaupt auf die Idee kommen, das zu durchschauen, was da abläuft, was mit ihnen passiert ist und wie sie in der ganzen Mühle drin hängen. Und dann sagen wir immer, jemand, der Teil des Systems ist, der kann das oftmals gar nicht, der merkt das gar nicht, wie er sozusagen Teil des Systems ist und sich genauso verhält, wie das innerhalb dieses Systems üblich ist. Und mit ein bisschen Unterstützung kann man aber auch raustreten aus dem System und kann sich es zumindest erstmal von außen anschauen, in Gedanken. Und dann sieht man plötzlich, wie man da agiert und wie andere agieren, dass die Veränderungen, die wir einzugehen bereit sind und die wir selbst, auf die wir uns einlassen und die wir auch selbst in Gang setzen, die müssen eben bei uns von innen herauskommen. Und die kommen nur dann von innen heraus, wenn etwas geschieht, was ich also sehr gerne Berührung nenne. Das ist ein eigenartiges Wort, ein schönes altes deutsches Wort. Und zwar heißt es, ich müsste versuchen, mit dem anderen in einen solchen Austausch zu kommen, in so eine Beziehung zu kommen, dass, und vielleicht auch indem ich ihm irgendwas erzähle oder was sage, dass es ihn berührt. Also eigentlich, dass er mit sich selbst in Berührung kommt. Und jetzt wird es interessant, es gibt ja in jedem Menschen so ein authentisches Selbst. Also das ist das, was man so am Anfang des Lebens hatte, woran man sich auch so gerne erinnert, als man noch wie ein Kind spielerisch die Welt entdeckend und mit offenem Herzen und weitem Blick unterwegs war. Das haben wir alle noch irgendwo in uns, diesen Anteil, wo noch alles in Ordnung war. Und dann sind wir in diese Welt hineingewachsen. Ich nenne das immer gerne so, beim Versuch, uns zu entfalten, haben wir uns verwickelt. Ja, weil die hatten schon eine Welt und da musste man irgendwie rein und da musste man das so machen, wie die sich das denken. Dabei ist man mit seinen eigenen Bedürfnissen verwickelt worden und in sich selbst verwickelt worden und mit denen hat man sich auch noch verwickelt. Und jetzt ist natürlich in diesem Zustand keine Entfaltung mehr möglich. Jetzt müsste man sich erstmal wieder entwickeln. Und wie kommt man aus dem verwickelten Zustand in eine Entwicklung, indem man mit dem Anteil in sich selbst in Berührung kommt, der im Kern dieser Verwicklung schon mal da war? Und wenn man den zu greifen bekommt, wenn man mit dem in Berührung kommt, wenn der sich wieder in einem meldet und man dann plötzlich spürt, dass das Leben, was man führt, daneben ist, dann kriegt man diese Sehnsucht, dieser andere zu sein, der man bisher nicht sein konnte oder wollte oder nicht geworden ist. Und wenn jeder in einem Team, also in der Familie, in dem Kindergarten oder in der Schule oder in der Universität, anfangen würde zu gucken, was noch geht und sich einen Raum zu verschaffen, dann verschmelzen diese Räume, die sich jeder verschafft, zu einem großen gemeinsamen Gestaltungsraum. Und der ist unglaublich groß. Und dann entstehen Teams, die sich mit ihren eigenen Vorstellungen auf den Weg machen. Die sind wieder Gestalter. Die sind auch Entdecker. Die halten auch zusammen und die bringen dann auch meist Dinge zustande, die man eigentlich niemals irgendwie sich oder denen zugetraut hätte. Also gemeinsam mit anderen kann man aus der Falle heraus. Alleine ist schwer. Man könnte es auch noch anders begründen und könnte sagen, da einem ja diese Unterdrückung der eigenen Entdeckerfreude und der Gestaltungslust von anderen angetan worden ist, macht ja keiner freiwillig, sondern es ist ja eine Lösung, die man dann irgendwann finden muss, wenn man nicht kaputt gehen will daran. Da einem das von anderen angetan worden ist, gibt es auch keine Heilung,
ohne dass man wieder jemanden findet, der, mit dem man die Erfahrung machen kann, dass es auch anders geht. Das ist eine tolle Initiative, dass man erstmal darüber nachdenkt, dass man unter Umständen Menschen auch helfen könnte, sich nicht und ihre Arbeitskraft nicht verkaufen zu müssen, damit sie ihren Unterhalt verdienen. Geld führt nicht dazu, dass man eine Tätigkeit mit Leidenschaft ausübt.